So, guten Abend, liebe Gäste. Wir beginnen mit einem kurzen Technikcheck. Diese Veranstaltung wird gedolmetscht, simultan gedolmetscht. Wenn Sie nicht zweisprachig sind oder aus anderen Gründen beide Sprachen, eine Sprachversion bevorzugen, dann bitte ich Sie, unten in der Leiste Ihren Sprachkanal Deutsch oder Tschechisch zu wählen. Dobrý Einen večer, wunderschönen milí Abend, wenn Sie diese Veranstaltung zweisprachig diváci. verfolgen möchten, finden Sie in der unteren Leiste Sprache wählen und da Tschechisch oder Deutsch wählen. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Zentrum Bavaria Bologna zu unserer heutigen Buchvorstellung und Projektvorstellung Achtung Grenze. Es kommt ja ganz selten vor, dass man es schafft, mit einem historischen Thema gleichzeitig auch ein aktuelles Thema zu berühren. Vorsicht Grenze schafft das aber allemal, indem nämlich die Grenze, ihre Auswirkungen auf die Grenzregion von der Vorzeit bis in die Gegenwart dargestellt werden. Die Grenze als Kontaktlinie, als Barriere und das, was wir derzeit erleben, könnte irgendwann als weiteres Kapitel diesem Buch hinzugefügt werden, wenn auch leider als Kapitel, in dem die Grenze als Barriere dargestellt werden muss. Weil es eben momentan so ist, dass wir getrennt sind, begrüße ich in Domažlice die Autorin, eine der beiden Autoren des Buches Vorsicht Grenze, Christina Finkerer, herzlich willkommen. Gleichzeitig möchte ich begrüßen, Sie sehen ihn noch nicht im Bild, eine zweite Person, die Christina Finkerer als die gute Seele des Projekts bezeichnet, nämlich Karl Reitmeier, der unter anderem die deutschen Beiträge zu dem Projekt koordinierte. Auch Ihnen einen schönen Abend. Damit ist auch bereits angekündigt oder angedeutet, was das Besondere an diesem Projekt ist. Nämlich, es handelt sich um ein deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt. Sowohl Buch als auch Ausstellung sind Ergebnis einer Zusammenarbeit, die gerade auch im letzten Jahr unter erschwerten Bedingungen lief, aber dennoch zum Erfolg führte. Es gibt aber natürlich noch weitere Besonderheiten an diesem Projekt. Unter anderem, dass es dem Buch, dem Projekt Vorsicht Grenze gelingt zu verbinden, die deutsche und die tschechische Seite der Grenze gleichzeitig nebeneinander darzustellen. Es gelingt aber auch, die verschiedenen Epochen zu verbinden und es gelingt vor allem, das Geschehen entlang der Grenze, die kleine Geschichte, die sich auch oft im Alltäglichen zeigt, in den großen historischen Kontext einzubetten. Das Projekt wurde finanziert aus den Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese doch ganz außergewöhnliche Initiative des Vereins Grönland lebt hier im Zentrum Bavaria Bohemia heute vorstellen dürfen. Wir wünschen Ihnen einen interessanten Abend. Sie können seitens des Publikums auch jederzeit gerne Beiträge einstellen. Und zwar bitten wir Sie dafür, die Chatfunktion zu nutzen, gerne in Ihrer jeweiligen Sprache, auf Deutsch oder auf Tschechisch. Und wir bringen dann Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen zu bestimmten Zeitpunkten in die Diskussion ein. Ja, damit übergebe ich auch schon nach Domažlice an Christina Finkerer und wünsche Ihnen nochmal einen unterhaltsamen Abend. Einen wunderschönen Nachmittag von meiner Seite. Einen wunderschönen Nachmittag nochmals. Ich hoffe, dass wir uns nicht nur sehen, sondern hören, sondern auch sehen. Ich möchte mich bei Zentrum Bavaria Bohemia für die Einladung bedanken und gestatten Sie mir bitte, dass ich mit meiner Präsentation beginne. Es handelt sich um ein Buch, Vorsicht, Achtung, Grenze. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und
dazu auch drei Hilfsmittel. Ich hoffe, Sie werden es so gut sehen können. Das ist unser, das sind die Hodenkollagen. Zweiter Hilfsmittel sind meine Wanderschuhe. Und die dritte Hilfe ist Bier aus Domaschlitze. Warum diese drei Hilfsmittel? Und ich sage Ihnen gleich, was mit diesen passiert. Bier aus Domaschlitze werden wir dann in die Brauerei von Domaschlitze kommen. Ich starte jetzt die Präsentation, die uns vorstellt, wie in Domaschlitze in Taos die deutsch-tschechische Ausstellung beginnt mit dem gleichen Namen, Achtung Grenze, wie diese Ausstellung geplant ist, wie wir die geplant haben und in welchem Stand sich diese Ausstellung derzeit befindet. Das Projekt ist von dem Europäischen Zukunftsfonds finanziert worden. Das ist ein Programm der bayerisch-tschechischen Kooperation und wir haben an dem Projekt mit einer großen Intensität gearbeitet, schon vor 2 Jahren. Und wer ist da tätig? Stadt Taos, Stadt vor dem Wald. Die Stadt Taos hat mich angesprochen, ob ich zur Koordinatorin dieses Projekts werde. Und ich als Forscher auf dem Gebiet Geschichte habe ich das angenommen. Was für mich ganz wichtig ist, ist die Teamarbeit. Welche Ansichten ich zu der Arbeit habe. Aber es ist ganz wichtig, auch mit anderen darüber zu sprechen, mit anderen Gebieten. Und das sind die Archivare, also die Mitarbeiter von den Archiven von Pielesen auf der bayerischen Seite, Herr Bellinger von Vor dem Wald. Diese Ausstellung beginnt mit der Kooperation mit der Vereinigung für die Interpretation des örtlichen Erbes der Tschechischen Republik. Das ist nur auf dem tschechischen Gebiet tätig, aber sie können sich auch auf dem bayerischen Gebiet durch Interpret Europe einbinden. Wie das dann im Endeffekt aussieht, ist die Arbeit von einem Team von Architekten. Und mit den einzelnen Details habe ich mich an die einzelnen Forscher gewendet. Also wenn ich das zusammenfassen darf, in den letzten 2 Jahren wurden in dem Projekt circa 30 Personen beteiligt. Wenn wir Museumsausstellungen sehen, sehr viele von uns sehen die klassischen Vitrinen mit den Ausstellungsgegenständen, zum Beispiel wie bei uns in Taos. Aber wir haben uns bemüht, weil diese Ausstellung verbinden soll und interaktiv sein soll, haben wir einen anderen Weg gewählt. Es soll spielerisch sein. Und aus diesem Grund haben wir uns auch die Frage gestellt, ob wir das spielerisch schaffen, ob das eine Herausforderung für uns ist oder ob wir das einfach locker schaffen. Die zwei Symbole für Taos ist die Hussitenzeit, repräsentiert durch Hussitenwagen. Und auf der anderen Seite das gleiche Thema ist durch ein Spiel Drachenstich repräsentiert. Und es symbolisiert, also Symbol ist ein Drache da. Und mit diesen Symbolen, die von der Geschichte entstanden sind, mit diesen mussten wir uns auch auseinandersetzen. Da haben wir uns Fragen gestellt, wie wir das in die Hand nehmen sollen, wenn wir die zwei nebeneinander stellen, was es denn Besuchern bringt. Dann haben wir uns weitere Fragen gestellt, wenn wir von der langen Geschichte des bayerisch-tschechischen Grenzregion
die konkreten Geschichten herausziehen, was der konkrete Schüler, was der Besucher lernen kann, was er sich darunter vorstellen kann, wo die historischen, ob er sich in die Geschichte übertragen kann. Aber es ist ganz wichtig, heute die Beziehungen zu revidieren von den Anfängen bis zu der Gegenwart. Das ist ein langer Weg, aber umso komplizierter. Aber wenn wir diese Möglichkeit bereits bekommen haben, dass wir diese Möglichkeit auch nutzen sollten. Und wir haben uns die einzelnen Fragen gestellt. Wie hat sich das Leben an der Grenze verändert? Was die einzelnen Ereignisse, über die wir in den Geschichtsstunden lernen, für uns in der Grenzregion bedeuten oder bedeutet haben. Wie die großen Ereignisse, über die wir jetzt lernen, auch das Leben der Einwohner beeinflusst haben und wie die das weiterhin beeinflussen werden und ob es einen Unterschied zwischen dem Leben auf der oder auf der anderen Seite der Grenze bedeutete. Eine weitere Aufgabe ist zu benennen, wie sich die örtliche Geschichte in der Gegenwart projiziert. Und ob die Geschichte immer noch lebendig ist. Hier ist ein Bild von den Hodenfesten und die basieren auch auf den geschichtlichen Wurzeln. Und hier sehen wir ein Bild von dem Spiel Drachenstich von vor dem Wald. Das hat auch geschichtliche Wurzeln. Und zu denen werde ich noch etwas sprechen. Und das hat sich in den 10 Jahren auch verändert. Was wollen wir auch so? Weil es sich um eine lange Zeit handelt. Die Geschichte ist sehr kompliziert. Und wir können die nicht faktografisch beschreiben in einem Buch. Aus diesem Grund suchen wir einen Schlüssel. Und unser Schlüssel ist in den Besuchern, in den Schülern Interesse und Interesse wecken und Entdeckungslust zu wecken. Wie wir gearbeitet haben, eine wichtige Mitteilung haben wir uns gesagt, was wir wollen, was der Besucher mit nach Hause nimmt von dieser Ausstellung. Und wenn wir uns die einzelnen geschichtlichen Epochen durchgegangen sind bis zu der Gegenwart, haben wir gesehen, wie sich die Grenzregion verwandelt hat. Und das Wichtigste ist, dass die Grenze zwischen Hodenland und Bayern sich nicht viel verändert hat, aber die Bedeutung hat sich geändert. In den guten Zeiten hat sie die Nachbarn nicht gestört, also da durfte man reisen, aber in schlechten Zeiten hat sie das Unglück nicht verhindert, egal ob das sich um Kriegszeit handelte oder um den Eisernen Vorhang im 20. Jahrhundert. Immer noch mussten wir durch unsere Probleme durch. Und nur der gute Wille und die Menschen können die Grenze überwinden. Also, wir haben nach einiger Zeit in eine Phase gekommen, was wir genau sagen möchten. Und wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, weil diese Ausstellung auf der visuellen Erlebnissen basiert, dass unsere Fazite von der geschichtlichen Forschung auch schön der breiten Öffentlichkeit dargestellt werden. Hier ist ein Modell, ein kleines Modell, wie es verarbeitet werden soll. Hier geht es um Mittelalter. Da kommen die ersten Nachrichten über die Bewachung der Grenze von der tschechischen Seite, von den Hoden. Es geht um die ersten Kriege an der Grenze und
Der Mann ist František Palacký und er befasste sich mit den ursprünglichen Chroniken und schriftlichen Denkmälern und er hat die einzelnen mittelalterlichen Ereignisse interpretiert und zusammengeschrieben und aufbewahrt. Ganz wichtige Frage ist, für wen diese Ausstellung gewidmet, wem es gewidmet werden soll. Im Idealfall wäre es natürlich schön, dass jeder sein findet und ich hoffe, dass wir auch dazu kommen. Aber Zielbesucher Nummer eins sind die Kinder, Schüler, Studenten. Und das aus einem einzigen Grund, weil das eine Gruppe ist, bei denen wir ganz wichtig betrachten, dass sie zu dem Ort, wo sie einige Zeit verbringen, eine feste Beziehung bilden. Und das ist ein Ziel für uns. Und natürlich möchten wir es nicht, wie hier auf dem Bild dargestellt ist. Also das ist eine Infotafel von einem Museum, aber wir möchten das verständlich machen, dass jeder Besucher und vor allem Kinder nicht das Gefühl haben, dass sie wie in der Schule sind, aber sie sollen sich bei uns amüsieren und dadurch auch etwas lernen und einem Thema vielleicht tiefer dann widmen. Und auch wir zeigen einen Schatz, anhand dessen wir die Bedeutung der Grenze erklären. Ein Schatz sind zum Beispiel die Museumsgegenstände. Das sind die Fotos oder die Erzählungen von Zeitzeugen. Aber hier sehen Sie einen Teil von der Keramik aus dem Mittelalter. Aber wenn Sie nur diese Keramik sehen, es handelt sich um Gegenstände von dem 13. Jahrhundert, dann werden Sie aber keine Geschichte sehen, wie es im Mittelalter aussah, wie viele Menschen in einer Stadt gelebt haben, welche Handwerker da waren. Also wir möchten den Schatz zeigen, aber auch die Bedeutung dem Schatz zu ordnen. Und auf einem Ausstellungsexponat finden wir ein Pendant auf der anderen Seite. Und da möchten wir erklären, ob die Situation ähnlich oder gleich war. Also wenn es sich um solche Keramik handelt, dann wissen wir bestimmt, dass diese Handwerker genauso in Taos und auch in Furtenwald gearbeitet haben. Aber wir haben auch Belege dafür, dass die miteinander kooperiert haben und sie haben Geschäfte geführt. Also davon können wir ablesen, dass die Grenze nicht dicht war. Die Menschen durften die Grenze passieren, wurden nicht begrenzt. Aber was kontrolliert wurde, das waren keine Ausweise, aber das war vor allem die Ware oder die dann über die Grenze gefahren wurde oder die dann geschmuggelt wurde. Also auf Grund diesen Gegenständen kann man ja sagen und auch zeigen, wie das Leben da mal aussah. Und wir möchten dies den Besuchern zeigen und erklären. Warum es für uns so wichtig und interessant ist. Wenn Sie die erste Fotografie sich anschauen, da ist eine Frau mit den zeitgenössischen Schmuck. Da gab es keine Grenze noch und die Menschen durften die Grenze frei passieren. Eine einzige Begrenzung waren die Witterungsbedingungen. Über das zweite Foto, das ist von Vollmer. Und da ist gezeigt, dass die Grenze im Terrain gekennzeichnet ist, aber immer noch
ist das Passieren der Grenze nicht problematisch und die Menschen können sich treffen, durften sich treffen, sie durften pendeln, sie haben geheiratet, auch über die Grenze, über die Zeit, da geht's um das Vertreiben von den Sudetendeutschen, die von Taos nach Vor den Wald mit einem Zug gefahren sind. Also man muss auch das Thema offen ansprechen, über die Gegenwart, aber ich hoffe jetzt wieder die Gegenwart oder das sind unsere Fotos von dem Lauf der Freundschaft. Der letzte Jahrgang war im Jahre 2019 und ich persönlich habe festgestellt, dass ich das Laufen über die Grenze wirklich mag, weil ich über die Berge gerne laufe und dann auf die andere Seite der Grenze laufe. Aber wenn ich das geschafft habe, bis zu der Grenze zu kommen, dann laufe ich schon bergab. Und dann hat man wirklich eine Freude, dass man die Grenzen, nicht nur die innerlichen Grenzen, sondern auch die Grenzen zwischen den zwei Ländern passiert hat. Der Mann mit Nummer 1 ist der Oberbürgermeister von Taos, Zdeněk Novák. Also da haben wir gemeinsam die Grenze passiert. Also hier sehen Sie die Philosophie, wie wir unsere Ausstellung betrachtet haben. Ich hoffe, das war kurz und auch verständlich für Sie. Wir haben damit gearbeitet, dass der Zugang zu der Grenze sich verwandelt hat und es hat gewisse Meilensteine. Das Älteste ist eine lange Zeit der Prähistorie. Da gab es keine Grenze und wir können sehen, dass die Menschen Geschäfte geführt haben, auch über die Grenze im Mittelalter. Da sehen wir, dass eine natürliche Grenze durch den tschechischen Wald gebildet wurde. Da gab es keine Grenzsteine, sondern das war ein Wald. Und da die Grenze nicht eindeutig markiert wurde, da kam es zu gewissen Konflikten. Und in der Zeit sind die Hoden entstanden und sie sollten die Grenze überwachen. Man kann ja sagen, dass in den ersten Zeiten das Leben auf den beiden Seiten der Grenze fast gleich war. Und wir können das sagen, dass es einheitliche europäische Geschichte gab, nur mit ein paar örtlichen Unterschieden. Das verwandelt sich aber in der Hussitenzeit. Hier kommt es zu dem Kampf. Und in dem 19. Jahrhundert kamen wir wieder zu den Hussiten. Für die Tschechen ist Hussiten etwas Nationales. Und auf der anderen Seite sind Hussiten die Ketzer, die etwas vernichtet haben. Also da kommt es zu einem nicht einheitlichen Blick auf die Geschichte. Ein weiterer Meilenstein ist die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das ging durch das ganze Europa. Und was hier gezeigt wird, dass die Grenze streng markiert ist. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kommt es zu den Anpassungen auf der bayerisch-tschechischen Grenze und es werden die Grenzsteine, die bis heute zu sehen sind.
Und nach dem Krieg zeigt sich, dass es egal auf welcher Seite sie sich befinden, es geht allen schlecht. Dann kommt wieder ein Umbruch Mitte des 19. Jahrhunderts. Da werden die Nationalidentitäten gebildet. Hudenland wird auch von der Tschechischen Republik entdeckt als ein interessantes Land. Da leben noch Menschen, die Deutsch sprechen. Also das sind die letzten tschechischen Teile. Und das widerspiegelt sich an dem Leben in Hudenland bis zu der heutigen Zeit. Wir können heute sagen, das sind fast 200 Jahre her. Und was mit der Grenze, nicht nach der Markierung, sondern geschichtlich gesehen, was wirklich große Hürden gestellt hat, waren die Weltkriege. Also Erster Weltkrieg, also der Unterschied zwischen den deutsch sprechenden und tschechisch sprechenden Soldaten. Da gab es keinen Unterschied. Und was Zivilbevölkerung angeht, an die Frauen, an die Kinder, also da sind Riesenzahlen an Gestorbenen. Aber dass sich Tschechoslowakei bildet und die Deutschen werden als eine Minderheit angesehen, dann kommen die ersten Probleme und mit diesen mussten wir uns oder müssen wir uns immer noch auseinandersetzen. Jemand nimmt Europa als ein Gesamtes wahr, aber es ist immer noch ein Thema zur Diskussion und es ist immer noch nicht geklärt. Dann knüpft die Zwischenkriegszeit, die Bemühungen, sich mit der neuen Zeit auseinanderzusetzen, ist für die deutschsprachigen Bevölkerung sehr kompliziert und schwierig. Und nach der Wirtschaftskrise hat sich gezeigt, dass es ein Konflikt zwischen den Deutschen und Tschechen war. Aber diese Krise und der Zweite Weltkrieg hat es wesentlich verschärft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt das Vertreiben von den deutschen Bürgern. Eine weitere Hürde ist der Kalte Krieg, die Teilung, der eiserne Vorhang und das Entfremden. Und keine Möglichkeit, die gemeinsamen Probleme gemeinsam zu lösen, egal ob das auf der türkischen oder auf der deutschen Seite war. Also die 70 Jahre der Entfremdung ist da. Und dann kommt das Jahr 1989. Und das hat wieder das Leben in dem Grenzgebiet geändert. Das betrifft das ganze Europa, Fall des Eisernen Vorhangs. Und wir können da sagen, dass die meisten sich bemühen, die Grenzen abzubauen und Brücken zu bauen. Und ich kann mich noch ganz frisch erinnern, das war circa vor einem Jahr. Da haben wir gesprochen über die Pandemie Covid-19 und man hat sich die Frage gestellt, darf man die Grenze wieder dicht machen? Und ich war fest überzeugt, das darf man nicht mehr machen. Aber ich war dann schockiert und ich musste mich damit ziemlich lange auseinandersetzen, dass es wirklich so war. Und in der Zeit, als die bayerisch-tschechischen Beziehungen für mich ganz wichtig waren, aber ich musste da meine neuen Wege finden, wenn die Grenzen dicht sind, dass wir auch über diese Hürden gemeinsam arbeiten können. Und das ist auch ein Thema der Ausstellung. Das ist das, was wir sagen möchten. Wir möchten die einzelnen Kapitel
durchgehen, so dass wir ein Bild von den einzelnen Epochen finden. Hier sehen Sie eine Abbildung, ein Schema. Hier ist das von den Architekten gezeigt, von der ehemaligen Brauerei. Da wird es installiert. Wir haben da 10 Zirkel. Da geht man durch diese 10 Epochen durch. Und die schwarze Linie ist die Bewegung eines Besuchers und der geht durch die einzelnen Epochen durch. Und man geht durch die Mitte und eine Hälfte gehört, des Zirkels gehört der bayerischen oder der deutschen Seite und die zweite der tschechischen Seite. Und so kann der Besucher direkt an der Grenze stehen und er kann dann sehen, ob das Leben auf der Seite oder auf der Seite gleich oder ähnlich war oder wo die Unterschiede sind. Ich wäre wirklich ganz froh, wenn jeder Besucher durch diese 10 Zirkel geht. Da sehen Sie noch die roten Vierecke und das sind die Vitrinen, die dann auf dem Dachboden installiert sind und die sind dann von außen installiert und da sind die detaillierten Informationen, zum Beispiel für die Erwachsenen, die mehr erfahren möchten oder für die Besucher, die öfters kommen und möchten sich das dann im Detail anschauen, also zum Beispiel das Thema der Ersten Republik. Die können da dann mehr Zeit verbringen. Diese Ausstellung ist so vorbereitet, dass sie circa eine Stunde brauchen, aber natürlich, sie schaffen nicht in einer Stunde, sich alles anzuschauen. Wir hoffen, dass die Besucher öfters zu uns kommen und da die Zielgruppe Schüler und Studenten sind, werden wir Arbeitsblätter für die einzelnen Epochen vorbereiten. Also man kann sich im Detail dem Thema der eiserne Vorhang widmen und der Schüler kann eine Stunde auch nur in einer Epoche arbeiten. Also so sind die Grundrisse und ich möchte jetzt Ihnen im Detail ein Bereich aus dem Zweiten Weltkrieg zeigen. Das ist nicht so, dass Sie die Texte jetzt lesen können, aber die Grundgedanken, mit denen wir gearbeitet haben und wir möchten, dass der Besucher diesen Hinblick bekommt. Also für den Zweiten Weltkrieg, da gab es die Besetzung des Gebietes, einschließlich der Teile des tschechischen Hohenlands. Und die Folgen nach Kriegsjahre und die Ankunft der amerikanischen Armee wurden von den Nachbarn auf kurdischer und bayerischer Seite völlig anders wahrgenommen. Und nach dem Krieg trennten sie sich erneut als Gewinner und Verlierer. Also das sind die Hauptgedanken und Ideen, wie sich die Grenzen entwickelten. Und wenn wir dann die einzelnen Schichten bearbeiten, die Besetzung des Hohenlands wurde zu seiner Zeit als Nationaltragödie wahrgenommen. Die Nation akzeptiert die Besetzung des tschechischen Territoriums nicht und über 100.000 Menschen nahmen an der Pilgerreise nach St. Laurentius teil, die den Grundstein für den kurdischen Feierlichkeiten der Nazikriegszeit legte. Also das zeigt, welchen Einfluss das auch auf die heutigen Tage hat. Und das ist die zeitgenössische Realität. Und es zeigt uns in dieser Präsentation, wie die deutschen Soldaten Taos besetzt haben und sie haben die Macht ergriffen. Und alles wurde den Deutschen untergliedert. Und dann ein Bild aus den
Hodenvertragen aus dem Jahre 2019. Der Zweite Weltkrieg verließ markante und dramatische Schicksale von Menschen. Die sind ein Beweis für eine rücksichtslose und komplizierte Phase des Zusammenlebens. Hier sieht man, dass die Tschechen und Deutschen etwas aufgebaut haben. Über die 100 Jahre wurde während des Zweiten Weltkrieges vernichtet. Also da ist ein Bahndenkmal dafür oder KZ in Flossenbürg. Und das wird als KZ für Domaschlitze genannt. Und da wurden auch viele Bürger von Domaschlitze interniert. Das Kriegsende ist symbolisch mit den abenteuerlichen und beinahe schicksalhaften Geschichte des amerikanischen Soldaten mit Konop. Und der kommt regelmäßig nach Domaschlitze, nach Taus, und Sie können ihn auf dem Bild unten in der Mitte sehen. Und die Laune der Bevölkerung, dass er voll von in einem Zirkel von Frauen ist, eine sehr feierliche und euphorische Laune. Und in Bayern ist es die zunehmende Zahl an Gefallenen, Depressionen und Angst von der Ankunft und Zukunft. Also das ist eine Nationaltragödie. Also das wird mit zwei Bildern repräsentiert, und auf dem Bild rechts sehen Sie die gefangenen Soldaten. Das ist in Kürze, wie wir das gestaltet haben. Es geht nicht um die Faktografie, es geht darum, dass sie wirklich in die Zeit übertragen werden. Diese Ausstellung wird hoffentlich im Frühjahr des kommenden Jahres geöffnet in der ehemaligen Brauerei in Taus. Das sehen Sie auf dem Bild. Jetzt sind wir in der Phase. Jetzt sind wir in der Ausschreibung für einen Lieferanten. Und ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und dass ich dann Ihre Fragen auch beantworten kann. Also, ich bin jetzt wieder da und jetzt bin ich in der spannenden Zeit, dass ich hier alleine am Computer sitze, zu Hause, und dass ich kein Feedback habe, ob wir da irgendwelche Fragen haben. Ja, da sind wir wieder. Wir sind schon nach wie vor da. Ja, es kamen auch tatsächlich Fragen aus dem Publikum. Eine kurze und eine lange. Ich fange mal an mit der kurzen Frage, nämlich, wer ist Eva Maulova, der das Buch gewidmet ist? Eva Maulova ist Kollegin von uns, von unserem Museum in Taus. Jetzt ist sie in den Ruhestand. Und ich habe es so persönlich betrachtet, das ist eine Danksagung, nicht nur eine Danksagung der Frau Maulova, dass ich im Jahre 2009 mit einem riesen Respekt gekommen bin, weil ich von Hradec Králové nach Taus gezogen bin, 350 Kilometer entfernt, und ich hatte wirklich Angst, dass wie ich das schaffe, die Geschichte zu verstehen, und wie ich in der Kultur meine Stelle finde und wie ich mich da wiederfinde. Und Frau Maulova hat mich da unterstützt, und ich soll das weitermachen, ich soll weiterschreiben, ich soll Ausstellungen vorbereiten. Also ich bin sicher,
Wenn es sie nicht gäbe, dann würden wir uns hier nicht sehen. Also sie hat wirklich einen Beitrag zu diesem Werke geschafft. Ja, also sehr gut. Gut, dass diese Frage gestellt wurde. So haben wir auch die Leistung der Kollegin erfahren. Dann haben wir eine zweite Frage, die eher in die technische Richtung geht. Nämlich lautet die Frage, gibt es eventuell Apps oder eine Entwicklung einer solchen App, die fremdsprachige Besucher, die es fremdsprachigen Besuchern ermöglicht, einsprachige Ausstellungstexte, wie zum Beispiel im Museum in Domažlice auf Tschechisch, zu fotografieren, dann auf Grundlage dieses Fotos mit einer Schrifterkennungssoftware in Text umzuwandeln und den Text dann entsprechend in eine andere Sprache zu übersetzen, wie zum Beispiel ins Deutsche. Das ist also eine automatisierte Zweisprachigkeit sozusagen, die es erleichtern würde, den Tourismus grenzüberschreitend ohne Sprachbarriere zu befördern und ja letztendlich auch Kosten sparen würde für die zwei- oder dreisprachige Herstellung von Ausstellungstexten. Da ist Ihnen sowas bekannt, Frau Petrova? Also ich muss hier sagen, dass ich wirklich ein Historiker bin. Ich komme von den Archiven und diese Technologien sind für uns oder für mich sehr kompliziert und ich bin dankbar für diese Technologien. Im 21. Jahrhundert kommen wir ohne die nicht aus. Ich würde das so zusammenfassen. Ein Mensch in einem Museum schizophren sein muss. Er steckt mit einem Fuß im 19. Jahrhundert und mit dem zweiten im 21. Ich denke, das ist ganz kompliziert, dies zu verknüpfen, so dass die Technik der Sache dient. Und meine persönliche Erfahrung, ich habe zwei kleine Söhne und ich bin allergisch auf die technischen Gegenstände in den Ausstellungen und die widmen dann die Kapazität und die Aufmerksamkeit nicht der Ausstellung, sondern die spielen mit den Bildschirmen. Aus diesem Grund so breit. Ich bin froh, wenn diese Technik funktionsfähig ist und dass man diese Technologien nutzen können, die uns die Texte übersetzen. Aber als wir die Texte konzipiert haben, habe ich mit diesen Technologien nicht gerechnet, weil das zweisprachig ist. Also das ist vollständig in der deutschen Version und vollständig in der tschechischen Version. Wir können uns wir können das schaffen und ich möchte das wirklich in der ganzen Ausstellung wirklich Minimum an Text ist. Die Besucher kommen nicht, um in dem Museum etwas zu lesen, aber etwas zu erleben. In der ersten Reihe nutzen wir das nicht, aber ich hoffe, dass in der Zukunft eine Erweiterung vielleicht entsteht und das wäre super, wenn das auch in der englischen Sprache zur Verfügung stehen würde und sind wir natürlich vom Budget her begrenzt. Vielen Dank. Vielleicht fühlt sich ja heute im Publikum ein technisch Begabter angesprochen und macht sich an die Entwicklung einer solchen App. Wir werden wahrscheinlich die Ersten, die sie auch nutzen würden. Ja, dann haben wir noch eine Frage eines Teilnehmers, der sich zu spät eingeklinkt hat, nämlich die Frage, wann wird diese interessante Ausstellung eröffnet, beziehungsweise für wie lange wird sie zu sehen sein? Dobra. Die Eröffnung muss auch Zusammenhang mit meinen Fertigkeiten und Fähigkeiten bis Frühjahr 2022. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr bereits eröffnen werden.
Und die Nachhaltigkeit ist über 5 Jahre. Also mindestens 5 Jahre werden wir diese Ausstellung haben. Aber ich hoffe, wenn ich diese Ausstellung 3 Jahre meines Lebens gewidmet habe, dass wir länger als 5 Jahre her diese Ausstellung haben können. Und dass es etwas Überzeitliches sein wird und dass es weiterhin die Schüler und Studenten von beiden Seiten interessiert, beiden Seiten der Grenze interessiert. Und dass es sehr interessant ist, auch für Geschichte und Geschichteunterricht. Herzlichen Dank. Soweit ich sehen kann, sind wir jetzt mit den Fragen erstmal durch. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Also bleiben Sie dabei. Frau Pickerer, Sie setzen noch Ihren Vortrag noch fort mit der Präsentation des Buches. Dafür übergebe ich wieder zurück nach Sommerschlitze. Vielen Dank. Bevor ich wieder mit der Präsentation beginne, kommt mein Hilfsmittel Nummer 2, das ist Hodenkulatsch, Hodenkuchen. Ich habe zuerst gedacht, ich backe Buchteln, also der tschechische Hans, wenn der in die Welt geht, nimmt er immer die tschechischen Kuchen mit, Buchteln. Aber zu dem Hodenkulatschen ist es nicht gut verknüpfbar. Ich hoffe, Sie können sich auch erfrischen. Also nehmen Sie sich was Leckeres. Also jetzt dürfen Sie gerne etwas Leckeres in die Hand nehmen. Und wir gehen gemeinsam den Weg durch den Output. Und das ist ein Buch, das am Ende des letzten Jahres, am 21. Dezember, erschienen ist. Und ich sage Ihnen ein paar Worte dazu, wie das Buch Achtung, Grenze entstanden ist. Und ich muss hier sagen, dass also zuerst habe ich damit gerechnet in meinem Plan. Ich mag einfach planen, dass eine Ausstellung entsteht. Und als wir diese Ausstellung vorbereitet haben, habe ich wirklich festgestellt, dass viel nicht reinpasst. Wir können diese Ausstellung nicht so breit aufstellen, dass die freundlich ist für die Besucher, nicht überfüllt ist. Und dann habe ich in meinem Kopf gehofft, dass wir ein Buch veröffentlichen können und das ist so Begleitmaterial und dass wir auch das beschreiben können, was in die Ausstellung nicht reinpasst. Es ist die Situation, es war die Situation da, die Museen wurden zu, man durfte nicht reisen, dann habe ich mit meinem Kollegen, mit Herrn Abdacek, mit dem wir die Ausstellung vorbereitet haben, habe ich ihn gebeten, ob er mir helfen würde, ein Buch zusammenzufassen. Es kam mir ziemlich kompliziert vor, dass wir wieder in den ganzen Texten von Mittelalter über diese ganzen Epochen durchgehen. Und dem gehört ein Riesendank. Er ist auch in einer Präsentation, in einer Konferenz, also von uns beiden bin ich da. Und aus diesem Grund möchte ich hier einen Kollegen erwähnen und das ist der Karl Reitmeier. Ohne ihn würden wir es nicht schaffen. Dank dem, dass die Grenze dicht war oder alles war sehr kompliziert, war das ein Mensch, der immer bereit war, und ich sag's ganz offen, das war ein Verknüpfungsglied auf der bayerischen Seite. Er ist nach Dommerschlitz, nach Taus gekommen. Der hat eine Liste von Aufgaben mit nach Hause gebracht und er hat diesen Verknüpfungsglied geschafft.
Und er hat Zeitungsartikel geschrieben, dass wir auch die Unterlagen von der bayerischen Seite noch kriegen konnten. Also hier muss ich wirklich ein Danke an viele sagen, aber vorwiegend Herrn Karl Reitmeier, der hat sich als der war wirklich ein Brückenbauer und die Bedeutung hat sich da wirklich gezeigt. Hinter diesem Grund bin ich als Museumsmitarbeiter, aber auch des Vereins von Hohenland. Und ich versuche immer die Geschichte lebendig zu machen, nicht nur die bayerisch-tschechische, sondern auch die Hodenland-Geschichte nach den Jahren meiner Erforschung, weil meine Arbeit auch mein Hobby ist. Da können die Menschen die Informationen nicht richtig einordnen und die geschichtlichen Hintergründe sind nicht mit den Ereignissen verknüpft. Und das ist auch die Hauptaufgabe unseres Vereins, warum ich das hier zeige. Hinter diesen Outputs, hinter diesen Zielen steht eine Reihe von Menschen, die vorbereitet waren, uns die Unterlagen zu liefern, die Texte zu lesen. Also das war eine deutsch-tschechische Runde, die circa 15 Mal laufen musste. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich wirklich sehr froh bin, dass wir fertig sind und die zweite Information ist über unser Verein Simmel. Und in dem deutschen Gebiet ist ein Kontakt über Interpret Europe möglich. Und das, was wir als Historiker, Forscher, Naturwissenschaftler wissen, wie wir die Informationen verbreitern, der Öffentlichkeit, dass die verständlich sind und auch schön sind auf diesem Prinzip, haben wir versucht, das Buch Achtung Grenze zu verfassen. Genauso wie das Autorenkollektiv sehr breit war, sehr viele Menschen waren bereit, die Unterlagen uns zu geben, die Bereitstellung von Quellen, der Mosaik, die wir dann gebastelt haben und zu dem Buch wirklich viel beigetragen haben. Also nochmals Dankeschön an alle. Ich hoffe, dass die Präsentation jetzt weiterkommt. Also, ich kämpfe immer noch mit der Technik. Warum wir das Buch geschrieben haben, auf diese Art und Weise. Wir haben versucht, immer eine Botschaft mitzuteilen, warum diese Informationen für uns wichtig sind, wie diese Informationen bis in die heutige Zeit greifen für uns, für diejenigen, die in der Region leben. Und ich möchte Ihnen jetzt an dem Beispiel von dem Kapitel über Hussiten zeigen, wie die Kapitel logisch gereiht sind und das ganze Prinzip ist in den allen 10 Kapiteln. In dem ersten Teil der Kapitel ist ein Gespräch. Ein Gespräch, entweder von den Persönlichkeiten, die in der Zeit gelebt haben oder mit der Problematik sich beschäftigt haben und die hier bei den Hussiten ist es von einer Sage über Madonna aus Lothim und da ist ein Hussite, der diese Madonna zerstört hat. Und der Name ist Tibor Krtschmer.
Und hier führt er ein Gespräch mit einer Pilgerin aus Bayern, die nach Neukirchen bei Heiligenblut geht. Und es ist ein Gespräch. Sie zeigt ihre Ansichten, warum sie nicht damit einverstanden ist, was die Hussiten machen. Und er sagt ihr, warum sie das gemacht haben. Das war nicht aus dem Grund, dass sie die derzeitige Welt zerstören möchten, sondern dass sie die Welt ändern möchten. Obwohl es sich um fiktives Gespräch handelt, gehen wir von der Geschichtenfakten aus und wir stellen dann die Partner vor. Es gibt dann eine Vorstellung. Wir sagen, das sind die fiktiven Persönlichkeiten oder es war eine wirkliche Persönlichkeit. Hier sehen wir und wir ließen uns auch inspirieren. Da haben wir damit gearbeitet, dass wir viel mit Bildern äußern müssen. Und noch eine Sache zu der Entstehung des Buches. Mein Mann hat mir wirklich viel geholfen. Der hat nicht die Texte geschrieben, aber der hat viel kritisiert. Und aus dem Grund hat er mich nach vorne gebracht und er hat mir geschrieben, schreib's kurz und schön und bereite auch etwas Comicsartiges vor. Die Kinder mögen Bilder. Und aus diesem Grund haben wir dann noch solche Illustrationen uns einfallen lassen. Und da zeigt sich das große Problem der Zeit oder ein Phänomen. Und das ist die Madonna aus Lotion als Symbol der deutsch-tschechischen Beziehungen zu dieser Zeit. Nach der Einführung ist ein Text und da ist eine Zusammenfassung der ganzen Epoche. Das sind die längsten Texte in dem Buch. Und ich habe das Buch auch so gemacht, dass es auch für die ist, die nicht gerne lesen. Also aus diesem Grund ist es in die kurzen Passagen geteilt. Also hier ist beschrieben, wie Hussiten sich in Domažlice verhalten haben, wie sich das auf der bayerischen Seite ausgewirkt hat. Also das waren die Einbrüche und die Brandfälle. Eine weitere Sache, die mich dazu geführt hat, ich mag gerne, wenn ich weiß, wo sich die einzelnen Geschichten abgespielt haben. Nach jedem Kapitel ist eine Landkarte mit den einzelnen Örtlichkeiten, die da markiert sind. Und es dient als eine Einladung für einen Ausflug, wenn Sie gerne etwas mehr erfahren möchten. Und hier haben wir eine Einladung geschrieben, besichtigen Sie Neuenburg. Und aus diesem Grund ist auch eine Landkarte dabei. Und auch natürlich sind da auch die Orte markiert, die wichtig sind für dieses Geschehen. Wir arbeiten mit den wichtigsten Ereignissen. Das ist der Schlacht bei Domažlice, bei Baldorf. Also hier sind die historischen Hintergründe. Schlacht von Domažlice, wie es aussah, wie der Verlauf war. Und die ganzen geschichtlichen Ereignisse, ob die wirklich Realität waren, die leben dann ein eigenes Leben, dass wir uns die anmerken bei unterschiedlichen Festen, dass wir Denkmäler bauen. Und hier sieht man das erste vor ein paar Jahren, 2015, ein Denkmal zu der Schlacht entstanden ist, ein Kelch von Domažlice. Es sollte in
einem an, in einer anderen Form aufgebaut werden. Aber da kam eine wirtschaftliche Krise und es steht in einer anderen, abgeänderten Form da. Also Sie können das Buch nicht nur lesen, sondern Sie können auch anhand des Buches Ausflüge machen. Das Weitere, was an den Hussitenkriegen wichtig ist, sind ist Drachenstich in Furtenwald, ein Fest in Furtenwald, auch eine Zusammenfassung der Geschichte des Drachenstichs und wie sich das Spiel im Laufe der Zeit verwandelt hat. Und eine weitere Pointe, ich möchte immer zeigen, welchen Einfluss das auf das Miteinandergefühl, auf das Zusammenleben haben. Die Mutter Gottes von Lautschem und eine Sage, die sie begleitet. Und ich und die hier zeige ich die Geschichte, die uns bis dato, bis zu der heutigen Zeit verknüpft. Also hier sind zwei Wege möglich nach Lautschem oder nach Neukirchen. Und hier wird die gemeinsame Geschichte beschrieben und hier die Einladung nach Neuenburg. Jedes Kapitel ist auch mit einem Schlusswort beendet. Hier ist auch ein Literaturverzeichnis. Es ist nicht möglich, alles im Detail zu beschreiben, auf dem kleinen in dem kleinen Buch, wenn Sie da interessiert sind. Sie können gerne die tschechischen und auch die deutschen Bücher lesen. Ein paar Tipps für einen Besuch und zum Nachdenken ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Jedes Kapitel, in jedem Kapitel ist eine Achse, eine Zeitachse so, dass Sie in dem breiten Kontext die einzelnen Ereignisse einordnen können, nicht nur von der geschichtlichen Art, aber wer auch der Herrscher war, welcher Kultur zu der Zeit aktuell war. Als wir das Buch geschrieben haben, war eine Frage, für wen ist es bestimmt? Für die Ansässigen, aber auch für die Touristen und den einzelnen Schülern und Studenten. Dank denn, dass die Geschichte der Region beschrieben ist, kann das auch für Regionalgeschichteunterricht dienen. Und wir möchten jetzt gerne mit Karl Reitmeier einen Auszug von dem Buch lesen. Und ich habe hier noch drei Folien und dann werden wir das Buch lesen. Wir möchten uns bedanken und wer hinter diesem Buch steht. Stadt Taus, Pilsner Bezirk, Deutsche Tschechische Zukunftsfonds, Stadt vor dem Wald, Museum Neukirchen. Und die Unterlagen liefert uns auch Staatsgebietsarchiv in Pilsen und Taus, wie Herr Werner Bellinger von Archiv in Furtenwald unterstützt haben. Was kommt? Die Ausstellung ist in der Verarbeitung, das Buch liegt vor und bevor bei uns die Schulen geschlossen wurden, habe ich die ersten Arbeitsblätter ausgearbeitet. Hier sehen Sie die Arbeitsblätter von der prähistorischen Zeit, wie es sich auf unserem Gebiet auswirkte und wohin würden die Kinder unsere Besucher einladen. Leider sind die Schulen jetzt bei uns zu und so habe ich zwei Blogs vorbereitet, Anfang des Zweiten Jahrkrieges und die Prähistorie.
Und Oktober sind bei uns die Schulen zu. Also wenn sich die Lage wieder normalisiert, rechne ich damit, dass wir diese Arbeitsblätter weiterhin ausarbeiten werden. Und um mich nicht zu langweilen und meine Kenntnisse von den tschechischen Deutschen, von Weißensulz und Umgebung zu erfrischen und am Leben zu halten, bereiten wir jetzt gemeinsam mit Karl Reitmeier und mit weiteren Kollegen ein Buch, das dem Gebiet Weißensulz und der Umgebung gewidmet ist. Und das ist das, was uns beschäftigt und mich über die ganze Zeit. Und das freut mich wirklich riesig. Also ich bin froh, dass wir immer noch auf dem Weg sind. Und ich hoffe, dass der Weg nicht endet. Und ich hoffe, jetzt ist die richtige Zeit, um ein Stück von dem Buch zu lesen. Für mich eine Überraschung, ob ich die Kollegin von Bohemia Bavaria wieder höre. Ja, Super, danke. wir Das brauchen freut ein bisschen mich. Zeit zum Umstellen. Genau. Bevor Bevor wir in die Lesung einsteigen, haben wir noch ein paar Fragen. Wir haben ein sehr aktives Publikum, das freut uns. Zunächst mal gibt es eine Frage, die lautet: Da ich neu in dieser Region ziehe, meine Frau aber aus der Gegend von Weißensulz stammt, würde mich interessieren, wie man etwas über die Vorfahren in Tschechien erfahren kann, zum Beispiel über den Opa, der dort begraben liegt. Veroniko, já jsem teď nerozuměla poslední dvě slova. Die Frage ist, ob, wie man etwas über Vorfahren in Tschechien, gerade aus der Gegend um Weißensulz, erfahren kann, zum Beispiel über den Großvater, der dort begraben liegt. Der dort beerdigt ist. Also eine sehr komplizierte Frage. Die Unterlagen sind in den Archiven in Deutschland, aber auch in Tschechien. Da würde ich nähere Informationen benötigen, um welche Zeit wir sprechen, den konkreten Namen, wenn ich Sie bitten darf. Schreiben Sie mir einfach persönlich eine E-Mail oder jetzt im Chat, wenn ich Sie bitten darf, wenn Sie mir diese Angaben geben, oder Sie können mich gerne auch anrufen oder eine E-Mail schicken und wir können damit gemeinsam etwas tun. Also ich werde mir das Thema anschauen. Ja, herzlichen Dank für die Antwort. Für Zuhörer, die vielleicht ein ähnliches Interesse haben, darf ich noch den Hinweis geben, dass wir am 1.4., am 1. April, einen Vortrag haben vom Herrn Wettrag, der im staatlichen Kreisarchiv in Tachov arbeitet und sich gerade dem Thema Ahnenforschung in tschechischen Archiven widmen wird. Also da kriegen Sie auch Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Also 1.4. Ja, dann haben wir noch eine zweite, eher eine Anmerkung, die ich aber auch gerne einbringen möchte. Nämlich herzlichen Dank für die Präsentation. Sehr bewegt hat mich die Passage über die deutsch-tschechischen Beziehungen während des Eisernen Vorhangs, als Deutsche und Tschechen keine Möglichkeit hatten, gemeinsame Wunden zu heilen. Es ist in der Tat sehr traurig und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich darum nun mit diesem Projekt bemühen. Nächstes Jahr komme ich mit der ganzen Familie zur Ausstellung nach Domažlice.
positiver Kommentar. Und dann gibt es noch die Frage, ob das Buch über das Zentrum Bavaria Bohemia bezogen werden kann. Ich gehe mal davon aus, für die deutsche Seite. Und was die Kosten dafür sind. Wir verschicken das Buch gerne. Die Kosten des Buches sind 15 Euro und für den Versand verlangen wir einschließlich Porto und Bearbeitungsgebühr 6 Euro, also insgesamt 21 Euro. Sie können sich gerne bei uns melden, vorbehaltlich ausreichender Vorräte. Genau, also es gibt das Buch geht reißend weg. Es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach diesem Buch, was man natürlich auch als Kompliment an die Autoren verstehen darf. Ja, und damit sind wir mit unseren Fragen durch und wir freuen uns auf die gemeinsame Lesung von Christina Pinkerowa und Karl Reitmeier. Wir haben einen Auszug ausgesucht. Wir bauen die Grenzen ab. Wir bauen Brücken. Jedes Kapitel hat einen Patronen. Da ist der Karl Reitmeier dabei. Ich bin wirklich froh, dass er mit mir diese Autorenlesung mitmacht. Das ist die Einleitung in dem Jahre 1998. Připročit hranice. Pokojná studentská demonstrace 17. listopadu 1989 v Praze a její brutální rozehnání bezpečnostními složkami spustily změnu režimu nazvanou pro její klidný průběh sametová revoluce. Díky ní během několika měsíců zmizely z česko-bavorského pomezí viditelné části železné opony, ostnatý vrát a pozorovatelny. Cesta přes hranici byla po více než 40 letech zase volná. Lidé, zboží, služby a informace vše začalo volně proudit oběma směry. Vznikaly partnerské spolupráce mezi městy, školami a podniky. I díky nim se tvář obcí a měst, zejména na české straně hranice, zásadně změnila. Změnilo se i vnímání vzájemné blízkosti obou sousedů. Není problém sednout do auta a za chvíli být v obchodě, restauraci, muzeu nebo akvaparku za hranicí. Jsme si mnohem blíž než dřív a jak tuto výhodu využijeme, je na každém z nás. Dokážeme překonat své vnitřní hranice? Grenzen überschreiten. Die friedliche Studentendemonstration am 17. November 1989 in Prag und ihre brutale Niederschlagung durch die Sicherheitsorgane lösten einen Regimewechsel aus, der wegen seines friedlichen Verlaufs samtene Revolution genannt wurde. Dank dieser Entwicklung verschwand innerhalb weniger Monate entlang der tschechisch-bayerischen Grenze der sichtbare Teil des Eisernen Vorhangs, Stacheldraht und Wachtürme. Der Weg über die Grenze war nach mehr als 40 Jahren wieder frei. Menschen, Waren, Dienstleistungen und Informationen begannen in beiden Richtungen frei zu fließen. Es entstanden partnerschaftliche Kooperationen zwischen Städten, Schulen und Betrieben. Auch dadurch veränderte sich besonders auf der tschechischen Seite der Grenze das Antlitz der Städte und Gemeinden. Die beiderseitige Nähe wurde jetzt anders wahrgenommen. Es ist kein Problem, sich ins Auto zu setzen und kurz danach ein Geschäft, Restaurant, Museum oder Schwimmbad jenseits der Grenze aufzusuchen. Wir sind uns heute viel näher als früher und es liegt an jedem Einzelnen, wie er diesen Vorteil nutzt. Verstehen wir es auch, die eigenen inneren Grenzen zu überwinden? Už 3 dny po pražské demonstraci na Národní třídě proběhla v Domažlicích na náměstí první demonstrace na podporu studentů. Revoluce začala a i když se okresní vedení komunistické strany snažilo zabránit generální stávce, neuspělo. Lidé na Domažlicku navíc mohli pocit nově nabité svobody prožívat i při otevírání hraničních přechodů a cestách do bavorského pohraničí, kde je vítali stejně nadšení obyvatelé. Nepřekročitelná překážka, kterou po 2 generace představovala železná opona, už pohybu přes hranice nebránila a během zimy 1989 a jara 1990 ji vojáci úplně odstranili. Schon 3 Tage nach der Prager Demonstration auf der Nationalstraße
fand auf dem Marktplatz in Domaschlitze eine Demonstration zur Unterstützung der Studenten statt. Die Revolution begann und obwohl die Kreisleitung der Kommunistischen Partei einen Generalstreik zu verhindern versuchte, hatte sie doch keinen Erfolg. Die Menschen in der Region Domaschlitze konnten das Gefühl der neu gewonnenen Freiheit zudem auch bei der Öffnung der Grenzübergänge und der Wege in die bayerische Grenzregion genießen, wo sie von ähnlich begeisterten Einwohnern begrüßt wurden. Das für zwei Generationen unüberwindbare Hindernis des Eisernen Vorhangs stand einer Bewegung über die Grenze hinweg nicht mehr im Weg. Im Winter 1989 und im Frühling 1990 wurden die Anlagen vollständig abgebaut. V listopadu 1990 město Furt im Wald jako druhé v celém Německu uzavřelo smlouvu s partnerským městem v tehdejším Československu, s Domažlicemi. Těsné kontakty a vzájemné poznání změnily i vzhled obcí na české straně, které se inspirovaly svými upravenými bavorskými protějšky. Spolupráci navázal bezpočet spolků, obcí, podniků a za 30 let se uskutečnilo nepočítaně návštěv, akcí a projektů. Im November 1990 unterschrieb die Stadt Furt im Wald als zweite in Deutschland eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der damaligen Tschechoslowakei, nämlich mit Domažlice. Die engen Kontakte und das wechselseitige Kennenlernen veränderten auch das Antlitz der Gemeinden auf der tschechischen Seite, wo man sich von den gepflegten bayerischen Partnerorten inspirieren ließ. Kooperationen entstanden zwischen zahllosen Vereinen, Gemeinden und Betrieben und innerhalb von 30 Jahren gab es unzählige Besuche, Veranstaltungen und Projekte. Potřebujeme se. Dočasné uzavření hranice v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 na jaře roku 2020 jasně ukázalo, jak jsou čeští pendleři důležití pro některé podniky a služby v Bavorsku. I to, jak Češi zvyklí na kvalitní zboží za dobrou cenu v bavorských obchodech. A jak jsme na tom dnes, po třech dekádách otevření hranic? A jaké hranice nám dnes brání, abychom ještě lépe využili příležitosti, které nám svobodný život v míru nabízí? Hranice už není konec světa, ale brána do jiné země a kultury, jiných tradic i možností. Společně můžeme svobodně diskutovat nad minulostí, žít přítomnost a utvářet budoucnost. Záleží jen na nás, jestli překročíme své vlastní hranice. Wir brauchen einander. Die zeitweilige Grenzschließung im Frühjahr 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie hat gezeigt, wie wichtig die tschechischen Pendler für einige Betriebe und Dienstleistungen in Bayern sind, aber auch, wie sich die Tschechen an die gute Qualität und vernünftigen Preise in den bayerischen Geschäften gewöhnt haben. Wie ist der Stand nach drei Dekaden mit offenen Grenzen? Und welche Grenzen hindern uns heute daran, die Chancen, die sich uns durch das freie Leben in Frieden bieten, voll zu nutzen? Eine Grenze ist nicht das Ende der Welt, sondern ein Tor zu einem anderen Land, einer anderen Kultur, anderen Traditionen und Möglichkeiten. Gemeinsam können wir frei über die Vergangenheit diskutieren, in der Gegenwart leben und die Zukunft formen. Es hängt von uns selbst ab, ob wir die eigenen inneren Grenzen überschreiten. Vielen Dank, Karel, an die Autoren für die Autorenlesung. Ich weiß nicht, ob Sie da noch Fragen haben. Ich darf hier einen Wunsch äußern. Also, dass wir alle gesund bleiben, dass Sie zu uns nach Taus kommen können und ein Bier gemeinsam trinken können. Und das, was ich hier noch gezeigt habe, meine Wanderschuhe. Lesen Sie das Buch und besuchen Sie die Orte auf der bayerischen und auf der tschechischen Seite. Zum Abschluss ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Pinkrover, an Sie und Karl Reitmeier für diese Lesung.
Es kamen keine Fragen mehr rein jetzt. Es kamen bloß noch Danksagungen, positive Kommentare, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail weitergebe, aber natürlich trotzdem erwähnen möchte. Ja, ich denke, es war eine wirklich interessante, spannende Vorstellung eines großen, ehrgeizigen Projekts, eines sehr gut gelungenen Buches und vor allem die Dokumentation einer funktionierenden, aktiven Zusammenarbeit zwischen Partnerstädten, zwischen partnerschaftlich verbundenen Regionen. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass wir möglichst bald erstens wieder zusammenkommen können, zweitens auch Kultureinrichtungen wieder mit Leben füllen können, sodass ich in diesem Raum hier nicht so alleine stehe und wir natürlich auch noch zum Beispiel ins Museum kommen können. Ich darf mich neben den beiden Vortragenden auch bedanken bei unserer Dolmetscherin heute, der Sharka Kutanova in Pilsen, bei unserem Techniker, dem Thomas Oswald, der dafür sorgt, dass das Ganze ja so reibungslos läuft. Und dann natürlich auch beim Team des Zentrum Bavaria Bohemia, insbesondere bei Ivana Danisch, bei David Werisch, bei unserer Praktikantin Kathy Spencer, die diese Veranstaltung mit vorbereitet haben und zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Ihnen noch einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis bald im Zentrum Bavaria Bohemia oder in Domažlice. Wiedersehen.